Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher Elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen, wo wir auch heute sind, wie ihr sehen könnt. Und ich habe euch was mitgebracht, einen anderen Enyaq. Nein, das ist nicht meiner, das ist der blaue Enyaq von Robert. Robert ist zu Gast bei mir, da steht meiner zum Vergleich. Und heute sprechen wir darüber, wie man den Enyaq in ein Campermobil verwandelt mit Dachzelt, mit einem kleinen Heckausbau und was man damit alles auf 5500 Kilometer Roadtrip durch Norwegen erleben kann. Auf geht's! Hallo Robert, schön, Hallo. Dass du da bist. Stell dich und deinen Enyaq doch einfach mal kurz vor. Gern. Salut miteinander, ich bin Robert Bleisch. Ich wohne im Prättigau und arbeite bei Repower für das Stromnetz. Bin dort Projektleiter und manchmal auch für Ladestationen, für Plug-and-Roll, das kennen wir ja auch schon. Ich bin mit meiner Frau und dem Enyaq und dem Dachzelt in Norwegen gewesen. Das ist auch der Grund, warum wir heute darüber sprechen, was wir für Erfahrungen gemacht haben. Und mein Enyaq, wie ihr seht, ist Race Blau. Ich habe die Lodge-Stoffausführung im Interieur, das sehen wir dann vielleicht, ist noch etwas speziell. Genau, gucken wir uns gleich noch kurz an, weil die sieht man wirklich selten, aber sie ist echt schön, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Es ist ein 80X, oder? Genau. Aber keine Sportline? Nein. Okay, cool. Und falls ihr euch fragt, wo wir sind im Bündnerland, genau genommen etwas oberhalb von Schiers im Prättigau, an einem kleinen Parkplatz. Der Hooper, den ihr gerade gehört habt, der kommt von dem Pass hinter uns. Der ist verdammt eng und das zeige ich euch, wenn wir runterfahren. Robert macht mir freundlicherweise die Tür auf, damit ich euch den Innenraum zeigen kann, den man eher selten sieht. So sieht der Ganze nämlich dann aus. Das sind die Polster. Auch hier an der Seite ist dieser Stoff natürlich auch in der Türe drin. Und ich habe mich ja auch ganz lange gefragt, ganz ehrlich, wie sieht dieser Innenraum live aus? Man sieht den ja im Konfigurator. Die Farben im Konfigurator scheinen viel intensiver zu sein als hier im Fahrzeug. Ich blende euch da auch noch mal rein. Mir gefällt das richtig gut. Das könnte tatsächlich auch für mich die nächste Ausstattung sein. Robert, bist du zufrieden mit deiner Wahl? Absolut. Uns war es eigentlich wichtig, dass es Stoff ist und kein Leder. Und optisch finde ich das sehr ansprechend. Ja, und es ist ja, glaube ich, auch das, was Sie mit den meisten recycelten Materialien machen, oder? Ja, genau. Das noch am Rande. Also eine richtig schöne Innenausstattung und passt auch zum Race Blau. Mit dem Dachzelt in Race Blau steht er da. Ich persönlich bin ja Dachzelt-Neuling und unter euch sind bestimmt auch ein paar Neulinge. Deswegen starten wir hier jetzt auch einfach mal mit den Basics. Und der Robert wird euch jetzt einfach mal erklären, was es braucht, um ein Dachzelt überhaupt auf einen Enyaq zu machen. Dann würde ich sagen, schauen wir es mal aus der Nähe an. Das erste ist natürlich den Dachträger. Der hat den Enyaq schon, aber wir haben uns bei Thule entschieden für die Dachträger und die Querträger. Wir haben die bei dachbox.ch, konnten wir die ideal konfigurieren, genau auf den richtigen Fahrzeugtyp. Übrigens, dachbox.ch erwähnen wir nur der Vollständigkeit halber. Wir sind nicht gesponsert, wir bekommen kein Geld dafür und auch das Dachzelt hat der Robert nicht gratis bekommen. Nein. Leider. Genau. Das heißt, das ist Dachbox unabhängig, das kann auch ein anderer Hersteller sein natürlich. Und dann ist für dieses Dachzelt ist wichtig, die maximale Dachlast muss 75 Kilo sein. Und da sprechen wir jetzt von der Last, die man auf den Dachträger packen darf. Die 75 Kilo beziehen sich auf die dynamische Dachlast. Also wenn das Fahrzeug unterwegs ist, bremst, beschleunigt, seitliche Bewegungen, dann hält das 75 Kilo auf dem Dach. Okay. Aber wenn ich das Zelt aufmache und hineinliege, mit meiner Frau zum Beispiel, dann werden wir ja mehr Gewicht bringen. Ja. Und das hält es natürlich aus. Man kann sich ja auch so vorstellen, wenn ein Enyaq auf dem Kopf liegt, drückt es ihn auch nicht zusammen. Und das sind dann 2 Tonnen irgendwas. Ja, genau. Okay, das wird man nie oben drauf legen. Der Enyaq hat 75 Kilo Dachlast, nehme ich an. Von daher. Der Enyaq hat 75 Kilo Dachlast und das Zelt ist, ich glaube, so 72 Kilo. Ja. Das heißt, da drin sollten eigentlich nicht viel mehr als 3 Kilo drin sein. Das heißt, Zuladung hat man dann oben keine mehr. Genau. Der Vorteil von diesem Dachzelt ist, es ist ein Hartschalenzelt. Das ist extrem schnell im Aufbau. Plus aerodynamisch und
akustisch nimmt man es kaum wahr. Also, okay, das heißt, beim Fahren merkst du es eigentlich nicht. Nein. Ich zeige euch das jetzt hier mal von vorne. Ja, klar, man sieht, dass oben was drauf ist. Weißt du, wie viel höher der Enyaq dadurch ungefähr wird? Das ist auch witzig. Wir haben es selbst gemessen und sind auf 1,99 Meter gekommen. Okay. Haben was beim Buchen der Fähre auch so angegeben. Und als wir bei der Kasse beim Einchecken waren, sagt sie uns, ja, ihr seid vielleicht 2,04 Meter. Also es geht gerade noch in diese Kategorie, aber ihr seid höher als 2 Meter. Okay. Also irgendetwas zwischen 1,99 Meter und 2,04 Meter. Dann würde ich sagen, bauen wir es mal auf. Bauen wir es auf. Das Versprechen ist eigentlich unter einer Minute. Und ich glaube, ich starte einfach mal, oder? Ja. Schauen wir mal, ob das unter einer Minute sein wird. Das hat Stoßdämpfer drin, dass es selber aufgeht. Die Leiter einfach rausziehen. Mit der Hebelwirkung kann man es dann sehr gut nach außen klappen. Und so hat man eigentlich eine Bettfläche von fast oder ziemlich genau 2 auf 2 Meter. 2 auf 2 Meter. Genau. Und jetzt ist es eigentlich aufgebaut. Das Einzige ist jetzt noch die Metallstangen, die ich hier jetzt noch einstecke. Dass es ja, dass du so ein kleines Vorzelt genau. hast. Ha? Also machen wir das mal. Also prinzipiell kann man jetzt schon sagen, der eigentliche Aufbau ist weit unter einer Minute gewesen. Aber warten wir noch ab, bis Robert die Metallstangen rausgeholt und festgesteckt hat. So. Ah ja. Hier muss man immer aufpassen, damit die Stangen immer ganz hineingeschoben werden. Und dass man, wenn man es hier zieht, nicht jemand darunter erschlägt, wenn man es loslässt. Ja, jetzt war es wahrscheinlich mit der Erklärung etwas länger als eine Minute, genau. Aber es ging verdammt schnell. Ich gehe einfach mal rum, damit ihr das Dachzelt in seiner vollen Pracht in dieser Bergkulisse sehen könnt. Wir steigen jetzt auch mal hier ein. Ich nehme euch mit. Und man sieht schon, das Ding ist echt geräumig. Dem Filmen zuliebe haben wir natürlich auch schon aufgemacht, damit hier genug Licht drin ist. Und ich steige jetzt auch mal ein. Das hält ja angeblich auch Menschen wie mich aus. Und was einem auffällt, während ihr hier mit mir reinkrapselt, es ist verdammt geräumig. Also ich hatte immer so Vorstellungen davon, dass das eng ist. Aber wenn ich mir das angucke, wie weit das da noch weg ist, ja. Das ist schon... verrückt. Das ist der Ausblick übrigens vorne raus, was ihr eben nicht gesehen habt. Hier haben wir das mit so Metallstangen festgemacht, damit es aufgeht. Meine Frau und ich, nein, ich muss das korrigieren. Ich denke ja auch über die Anschaffung von so einem Dachzelt nach. Aber meine Frau, ihr kennt sie alle, Bleifuß-Lilly, hat ernsthafte Bedenken nach dem Motto, im Sommer ist es viel zu warm und im Winter ist es viel zu kalt und dunkel ist es auch noch und es ist eng. Das Thema, dass es zu eng ist, haben wir schon weg. 2x2 Meter Liegefläche, das ist ordentlich. Aber einfach mal aus deiner Erfahrung, wie ist es mit der Temperatur? Warm, kalt, was kann man machen und ist es wirklich so schlimm, wie meine Frau denkt? Die Bedenken sind natürlich berechtigt. Da muss man sich schon ein bisschen vorbereiten. Aber ich denke, es ist nichts viel anderes als beim Zelten. Dort kennt man es, wenn man morgen die Sonne auf das Zelt scheint, dann wird es sehr schnell warm. Mhm. Hier hat man natürlich dann die Möglichkeit, links und rechts die Fenster komplett aufzumachen. Ja. Also wir haben hier nicht nur ein Fliegengitter, sondern auch ein komplett geschlossenes Plastikfenster, das man noch rausschauen kann, ja. Aber kein Wind kommt. Und wenn du morgen früh warm hast, machst du beide Fenster auf oder ja. Hier oben und da gibt es einen Durchzug und dann kannst du weiter schlafen. Ah. Dann ist es aber hell. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo bist, wo es immer hell ist, also im Norden zum Beispiel im Sommer, dann kann man alle Fenster komplett schließen und dann ist es wirklich stockfinster dunkel. Okay. Also das ist kein Problem, wenn du irgendwo bist, wo es lang hell ist und du möchtest früh schlafen, ist das kein Problem. Aber dann hast du keinen Luftzug mehr. Dann hast du keinen Luftzug mehr, das ist richtig. Okay. Also wenn man die Außenfenster schließt, ist es unten noch offen, dann kann man eigentlich das
Plastikfenster auflassen, da gibt es einen kleinen Luftzug. Ja. Okay. Genau. Und bezüglich der Kälte, wir liegen hier auf einer 5 cm dicken Matratze. Ja. Darunter ist noch eine kleine Mesh für den Temperaturausgleich, Feuchtigkeit. Das hält sehr gut warm. Wir haben es zu Anfang einmal probiert bei 4 Grad in der Nacht, nur mit normalen Decken. Ja. Das war zu kalt. Wir sind dann morgen um 4 wieder ins Haus gegangen. Aber jetzt haben wir uns gute Schlafsäcke gekauft und jetzt ist bis 0 Grad ist kein Problem mehr. Okay. Absolut. Das heißt, gute Schlafsäcke und dann ist die Kälte auch kein Problem. Genau. Und man kann sogar sich überlegen, wenn dann Skoda mal den Camping-Mode macht zum Beispiel oder die 32-Volt-Steckdose, die wir jetzt im Auto haben, auf Dauerbetrieb einschalten kann, könnte man sich auch überlegen, ein Kabel hochzuziehen und eine Heizdecke zu platzieren, zum Beispiel. Wind zum Beispiel ist auch noch ein Thema. Das iCamper ist ja auch im Norden sehr verbreitet, weil diese ganze Hartschale ist ja auch massiver. Ja. Wenn man das bewusst in den Wind stellt, dass der Wind so über das Dachzelt pfeift, ist sicher eine kleinere Gefahr oder weniger Gefahr, dass es das Ganze zusammenlegt. Und es gibt dann auch noch die diese Schutzvorrichtung, die kann man hier auf die Stoßdämpfer klicken und dann können sie nicht mehr zu, oder? Ja. Ich zeige euch jetzt einfach noch mal kurz ein bisschen hier die Details, über die wir gerade gesprochen haben. Also hier die Dämpfer, die kann man dann entsprechend mit dem Schutz versehen. Okay. Hier ist natürlich ein Mückengitter, sodass Luft durchkommt, aber keine Viecher reinkommen. Hier ist die von eben genannte Kunststoffscheibe, die man dran machen kann. Blend auch noch mal oben für euch auf die Deckenöffnung ein. Das Ganze sieht auch extrem hochwertig verarbeitet aus. Eben, ich habe keine Ahnung davon, aber iCamper ist definitiv eher im Premium-Segment angesiedelt. Jetzt habe ich aber noch was entdeckt. Was habt ihr denn da gemacht? Das Thema Licht. Es reicht, jetzt fällt es vielleicht nicht auf, aber wenn man wirklich abdunkelt, ist das hier völlig ausreichend, um etwas ambiente Beleuchtung zu haben. Ja. Wir sind wieder aus dem Dachzelt zurück. Sieht ja schon so aus, als hätte man alles, was man braucht. Doch kommen wir trotzdem noch mal Stichwort Zubehör. Was gibt es denn noch, so um dieses Dachzelt zu verbessern? Ja, also das, was wir haben, ist zum Beispiel, wir haben es vorher kurz angesprochen bezüglich der Temperatur. Wir haben ein Innenzelt. Ich zeige es nur mal ganz kurz. Die Tasche ist relativ groß, aber das Innenzelt für tiefe Temperaturen lohnt sich das allemal. Ja. Das ist jetzt keine Marketingangabe, aber ich gehe mal davon aus, oder wir gehen davon aus, dass es 5 Grad wärmer wird innen, ohne jegliche Zusatzheizung. Ja. Einfach nur durch das Innenzelt und durch unsere Abwärme, sage ich mal. Aber oben rein passt es dann nicht mehr beim Transport. Man muss es woanders. Man könnte es vielleicht ganz ausgelegt noch hinein tun, aber wir haben ehrlich gesagt noch ein bisschen Mühe mit gewissen Sachen hinein platzieren, weil man muss es schon genau machen, weil dieser Teil klappt sich ja wieder komplett auf das Zelt. Stimmt, und ist dann schräg. Und wenn es zu schräg ist, dann passt das Dachzelt, das hier wieder runterkommt, nicht mehr drauf, oder? Okay. Genau. Noch ein weiterer Zusatz, den wir haben, ist der Windschutz. Das wird hier am Reißverschluss eine transparente Folie gespannt. Okay. Nach da vorne. Das heißt, wenn es wirklich quer regnet, dann kommt es nicht hinein. Kommt es auch nicht hinein. Genau, das ist noch was. Okay. Oder man kann auch an diesem Reißverschluss ein Windsegel oder Sonnensegel befestigen. Das ist sehr groß, hat auch 4 Stützen auf der anderen Seite, dass man ein bisschen einen Wohnbereich hat, wenn es mal zu viel Sonne oder zu viel Regen hat, dass man nicht nur immer im Dachzelt sitzt. Das heißt, man könnte unten drunter noch einen Tisch und Stühle stellen, genau, wenn man sie dann noch verstaut bekommt. Stichwort verstauen. Genau. Ihr habt ja sicher mehr dabei als nur ein Dachzelt. Genau. Von daher bin ich gespannt, was uns hinten drin erwartet, weil ich würde vermuten, dass ihr da noch die ein oder andere Besonderheit habt. Und das gucken wir uns jetzt mal in Ruhe an. Bevor wir die Heckklappe öffnen und schauen, was drin ist, ist mir hier noch was aufgefallen beim Robert. Der hat nämlich hier sich wegen der Rückfahrkamera-Problematik diese kleine 3D-Hülle drucken lassen. Das macht ein User aus der Skoda Enyaq Facebook Group, falls ihr keinen eigenen Drucker habt. Ihr seht, man kann die abnehmen und die bewirkt genau das, ihr dieses schlechte Licht in der Nacht nicht habt und deutlich, deutlich besser die Kamera nutzen könnt. Wenn ihr also sowas als Hilfe braucht, eben wartet mal das ME3-Update ab,
da soll das ja besser werden. Wenn das dann noch nicht reicht, ja, ich weiß, das sollte Skoda eigentlich lösen. Aber hey, wenn es eine Lösung aus der Community gibt, dann ist es besser als nichts. Dann schaut doch da mal vorbei, dann besorgt euch einfach diesen 3D-Druck hier und dann habt ihr deutlich weniger Probleme. Und jetzt sehen wir das Innenleben des Kofferraums hier bei diesem Enyaq von Robert mit voll nutzbarer Rücksitzbank, richtig? Genau, voll nutzbar. Und ich habe hier eigentlich das Gitter eingebaut, damit nichts nach vorne fliegt, ja. Dass ich hier noch einen Laderaum habe. Aber es wäre rein theoretisch möglich, hier noch Sitze, Personen mitzunehmen oder was. Oder Gepäck drauf zu packen. Oder Gepäck. Obwohl, wir verreisen relativ minimalistisch, sagen wir mal so. Und ich würde mal sagen, dann stelle ich euch kurz den Ausbau vor. Das sind Stühle, die sind eigentlich relativ einfach aufzuklappen und brauchen extrem wenig Platz. Brauchen sehr wenig Platz. Bequem. Ja. Die Lehne geht auch sehr hoch. Ich kann hier anlehnen, das ist mir auch wichtig, weil dann ist es viel gemütlicher, als wenn ich die Zeit halten. Weil der Kleinste bist du nicht. Nee, nicht wirklich. Der passende Tisch dazu ist hier. Hast du das selbst gebaut? Das haben wir selbst gebaut. Sehr wir cool. Haben ein bisschen im Internet recherchiert und haben dann eine kostenpflichtige Anleitung für ein anderes Fahrzeug gekauft. Ja. Mussten es zusammenstauchen auf die Maße vom Enyaq, aber im Endeffekt haben wir es selber. Okay. Der Tisch passt unten drunter. Genau, und vielleicht kannst du hier auch gleich drunter filmen. Das ist ja die Vertiefung, die wir benutzen für unseren Juice Booster. Ja. Vor allem beim Camping ist natürlich wichtig, dass man einen Anschluss hat mit dem grauen Stecker. Viele Campingplätze erlauben es zu laden. Ja. Ich habe immer gesagt, ich kann mit dem Juice Booster die Leistung definieren. Und ich habe immer gesagt, ich lade so langsam, wie ein Haarföhn Leistung braucht. Also wirklich sehr, sehr schöner Vergleich. Ja, dann hatten Sie ein Maß, was will der wirklich? Klar, er wird nicht über Nacht voll, aber er ist auch nie leer gewesen. Ich mach hier aber jetzt gucken wir erstmal in die magische Box hinein. Wir haben einerseits, ich stelle den Tisch mal hier drüben hin. So. Also wir haben hier die ausfahrbare Küche mit einem Tableau. Da ist dann das Gewürz und den Teller und die sonstigen Utensilien wie Besteck. Und diese Box ist eigentlich die Essensvorratsbox. Ja. Auch hier nicht allzu viel Platz, aber in unseren Norwegen-Ferien haben wir bestimmt ein Drittel wieder nach Hause genommen. Genau. Okay. Dann kommt natürlich das lebenswichtige Wasser. Ja. Und es hat nach hinten noch mehr Platz. Ah ja. So, wir können dann auch noch von der Rückbank her schauen. Ich habe zwischen der Box und der Rückbank habe ich noch das angesprochene Sonnensegel. Die Stützen, wir haben noch den Windschutz dabei, wir haben noch eine Hängematte drin, wir haben ein Windsegel, also zwischen der schrägen Rücklehne und dem Holz hat noch recht viel Platz. Ja, also du machst das im Prinzip, ihr habt das ja vielleicht in dem Video gesehen mit Marc zur Familie, ich verlinke es euch auch hier oben nochmal, der hat ja in die Schräge einen kompletten Kinderbuggy gelegt und hier hört ihr, da passt richtig viel rein. Wichtig ist einfach Stauraum clever nutzen. Links davon sind unsere T2 Kabel in der Skoda Tasche. Ja. Es sieht sehr unhandlich aus, aber in den Ferien haben wir ja viel schnell geladen. Ja. Und wenn ich das Kabel jetzt einfach ziehe, kommt es raus. Also es ist auch wieder, jeden Platz ist gut. Es passt. Jetzt hast du uns aber die rechte Seite da drin verheimlicht. Versteckst du da irgendwas oder? Nee, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da oben jetzt drin habe. Das sehen wir jetzt. Überraschung. Ah, okay. Okay, einfach. Das ist unsere Krümpelkammer. Da ist alles drin, was es braucht, aber nicht sortiert. Ja. Oder ist einfach eine Euro-Normkiste. Ja. Oder? Hier ist unser Kleiderschrank. Für mich und meine Frau. Ihr seid wirklich minimalistisch unterwegs. Genau. Aber ein cleverer Ausbau hinten drin, selbst gemacht, gefällt mir richtig gut und hat alles, was man braucht. Ja. Könntet ihr, wenn ihr müsstet, den Ausbau auch relativ schnell rausnehmen, um unten dran zu kommen? Ja. Ich habe eigentlich nur auf der vorderen Seite mit zwei Schrauben den Ausbau auf diese Holzplatten befestigt, dass das nicht hin und her rutscht. Ja. Aufbau, Nutzen plus Kofferraumausbau haben wir jetzt gesehen. Zeit, das Dachzelt wieder einzuklappen, weil wir sind ja jetzt hier nur leider für den Dreh und nicht für eine Übernachtung. Wir zeigen es jetzt natürlich am Beispiel vom iCamper, aber einfach, dass man auch mal sieht, wie schnell baut man sowas eigentlich wieder zusammen.
Ihr seht, ihr könnt das Ding in ungefähr 1 bis 1,5 Minuten aufbauen und wieder einklappen. Nicht, dass wir es euch raten würden, irgendwo illegal zu campieren, aber wenn ihr mal schnell irgendwo auf- und abbauen wollt, wäre das mit so einem Zelt möglich. Nichtsdestotrotz achtet und respektiert die Natur, achtet die Gesetze, dann habt ihr auch ruhige und entspannte Nächte. Und das führt uns dann auch gleich zum nächsten Thema. Natürlich reden wir noch ein bisschen über euren Norwegen-Roadtrip, weil 5500 Kilometer mit so einem Dachzelt, das fährt auch nicht jeder. Ja, du und deine Frau, ihr wart einen Monat 5500 Kilometer in Norwegen. Erfahrungen, Verbrauch, wie war das mit dem Laden? Berichte doch einfach mal. Genau, also wir waren 3 Wochen unterwegs, also es war für die 5500 Kilometer nur, sage ich mal, 3 Wochen. Die meisten Kilometer gingen drauf, um durch Deutschland zu fahren natürlich. Genau. Aber die Erfahrung im Grundsatz ist sehr positiv. Es hat Spaß gemacht. Es gab natürlich Ladepausen, die haben wir aber auch dringend benötigt, definitiv. Die Routenplanung, wie wir sie kennen, das muss ich ja euch auch nicht erzählen, die war nicht so optimal. Mit zum Beispiel Alternativen wie Better Route Planner hatten wir gute Möglichkeiten, uns dadurch zu kämpfen. Das kommt ja jetzt mit dem Update sicher besser. Wie sieht es denn so aus mit Verbrauch? Wir hatten so, in Norwegen selbst ist ja ein Land, was nicht wirklich schnell gefahren wird. Da hatten wir mit Dachzelt, dem ganzen Gepäck und alles, was sie drin hatten, vielleicht so 17 Kilowattstunden, also relativ tief. Und darum muss ich sagen, vom Verbrauch her absolut in Ordnung. Wir haben eigentlich alle 200 bis 250 Kilometer eine Ladepause von vielleicht 20 Minuten gemacht. Wir haben nie einen großen Bereich benötigt vom Akku. Wir wollten eigentlich kein Risiko eingehen, weil wir hatten schon mit dem E-Golf-Trip nach Korsika einmal ziemlich knappe Geschichte und dann waren die Ladestationen nicht dort, wo sie sein sollten. Und das war natürlich blöd. Ja. Aber sowas hatten wir nie. Wir sind jetzt eigentlich die ganze Zeit mit der Plug-and-Roll-Karte gefahren. Das ist ja, ich arbeite ja auch für Plug-and-Roll. Der Roadtrip ist auch auf der plug-and-roll.com-Seite. Wenn das jemand lesen möchte. Ich verlinke es euch unten in der Beschreibung. Plug and Roll ist ein E-Mobility-Anbieter von der Raypower selbst. Und da könnt ihr noch ein paar Bilder sehen, ein bisschen mehr lesen. Einfach mal reingucken. Auch hier wieder der Hinweis, es ist nicht gesponsert von Raypower, auch nicht von Plug and Roll. Man muss sowas ja heutzutage ständig dazu sagen, weil man es sonst nicht weiß. Und ja, ich weiß, ich habe trotzdem da oben die Einblendung, enthält Produktempfehlung. Ganz einfach, damit ich keinen Stress mit YouTube und auch nicht mit dem deutschen Recht bekomme. Und der Spruch ist immer da, egal ob es welche gab, also Produktempfehlungen oder nicht. Aber kommen wir jetzt zurück wieder nach Norwegen. Der schönste Moment. Wenn es mal nicht geregnet hat. Hattet ihr so Nein, viel Regen? Ja, es war ein wenig gemein, weil in der Schweiz hat es über 30 Grad Sonne ohne Ende und wir hatten so bedeckten Himmel und manchmal Regen und manchmal nicht Regen. Das war ein bisschen schade, aber wenn man auf Norwegen geht, muss man sich darauf einstellen. Da haben wir eigentlich den Nachteil bemerkt. Man hat das als Schlafzimmer und wenn man aus dem Schlafzimmer will, ist man in der Natur, also auch Regen. Auch im Regen, Aber die schönsten Momente sind eigentlich, wenn du im Dachzelt liegst, nach draußen schaust und einen super schönen Sonnenuntergang hast mit entweder Fjorden oder nur das offene Meer oder einfach die Natur pur. Das waren schon sehr, sehr eindrückliche Momente. Scheint ein wirklich gelungener Trip gewesen zu sein. Gab es denn auch schlimme Momente, nicht so gute Momente? Nein, eigentlich, wir hatten, manchmal hat eine Ladestation nur mit, keine Ahnung, 2, 3 oder 7 Kilowatt geladen. Eine 150 Kilowatt Ladestation, warum auch immer. Aber in Norwegen, die sind ja viel weiter als wir. Ja. Dann sind wir einfach zum nächsten gefahren. Das war eigentlich absolut kein Problem. Und mit dem ENIAC konnten wir auf, ich sage nicht Offroad im Sinne von 4x4, aber so Passstraßen, die nur Kies waren, die auch mal größere Schlaglöcher oder auch noch Schnee hatten, konnten wir ideal fahren. Und es war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Stichwort ausprobieren. Wer viel ausprobiert, der lernt auch viel und der bemerkt aber auch Unzulänglichkeiten. Welche hast du beim ENIAC entdeckt? Was sind deine Wünsche an Skoda, was sie verbessern könnten? Zum Beispiel beim Campieren wäre die Idee natürlich, wenn das Fenster ein Stück weit offen bleibt und so ein Einsatz eingeschoben werden kann, wo man dann ein Rohr nach oben ins Dachzelt befördern kann, sag ich mal, um die Wärme direkt von der Belüftung nach oben zu bringen, wenn man so heizen will. Die Getränkehalter sind ein
bisschen zu klein für unsere Erfahrungen. Also wir haben so Metall Trinkflaschen ja. oder Thermotrinkflaschen. Das geht gerade nicht hinein, das ist ein bisschen zu klein. Das wäre cool, wenn es größer wäre. Und ich weiß nicht, ob du das auch schon bei Skoda erfahren hast, aber die Benutzer, wenn man das Head-Up-Display in der Höhe auch am Benutzer zuweisen kann. Meine Frau ist 1,55 groß, braucht das Head-Up-Display hier oben, ich brauche es unten zum Beispiel. Okay. Oder? Und dass man das jedes Mal einstellen muss, ist natürlich lästig. Wäre natürlich ein super Feature für die Profile, die mit ME3 kommen, dass sich das Auto auch Einstellungen zum Head-Up-Display, zu den Assistenzsystemen und Sonstiges merkt. Ich konnte es bei meinem Test nicht rausfinden, weil mir fehlte der zweite Benutzer. Das habt ihr in dem Video ja auch gesehen. Ich bin gespannt, was dann später wirklich gemerkt wird. Und falls das nicht der Fall ist, liebe Skoda, solche Einstellungen gehören zu einem Profil, zu einem Fahrer dazu. Und hey, das sind doch nur ein paar Konfigurationen in der Software. Also falls ihr das nicht in der ME3 habt, denkt mal bei der ME3 1 oder 3.2 oder sonst wann dran. Hier hört das auch nochmal, in der Praxis wäre das ein super Feature. Weitere Wünsche? Eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Und jeder, der ihn gekauft hat und mit mir darüber spricht, ist eigentlich begeistert. Super, vielen Dank. Noch eine Bitte in eigener Sache. Wenn du bei mir auch zu Gast sein willst, wenn du eine spannende Geschichte mit deinem Enyaq zu erzählen hast, dann melde dich bitte bei mir. Du findest mich auf diversen sozialen Plattformen, wie beispielsweise LinkedIn oder auch Twitter. Die entsprechenden URLs findest du auch unten in der Beschreibung oder schick mir doch ganz einfach ein E-Mail an speicher.elektrisiert@gmail.com oder wenn dir das auch nicht recht ist, schreib mir einfach in die Kommentare, dass ich mich bei dir melden soll und dann kannst natürlich auch du als Teil unserer Community bei mir zu Gast sein und wir sprechen über deinen Enyaq, deine Erfahrungen und deine Geschichte. Wenn dir das Video gefallen hat mit mir und Robert, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann abonnier doch den Kanal, damit du noch mehr Stories wie von einem Robert bekommen kannst. Und jetzt habe ich gerade die Kamera von der Straße entfernen müssen, weil das Postauto vorbeigefahren ist und mache jetzt weiter. Also, das Abo würde mich natürlich auch riesig freuen und vor allem auch meine Gäste, die sich die Zeit nehmen, ihre eigene Geschichte mit dem Enyaq vorzustellen. Wenn deine Unterstützung noch ein Stück weiter geht, dann findest du unten in der Beschreibung einen PayPal-Link für eine kleine Spende oder benutzt doch das Thanks von YouTube, das findest du unter dem Video. Natürlich ist das völlig freiwillig und ich bin dir auch dankbar, wenn du einfach ein Abo dalässt oder den Daumen nach oben. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen und bis dahin bleib energiegeladen.